Agenturen beschweren sich ja immer mal wieder über Unternehmen, über zweifelhafte Pitches, über mangelhafte Briefings, über fehlende Wertschätzung ihrer eigenen Leistung und Arbeit. Und das habe ich ja auch schon gemacht mittels Video. Und in diesen Tagen hat es gerade wieder einen akuten und aktuellen Fall gegeben. Aber ich glaube, es ist nicht immer Vorsatz. Wenn es Vorsatz des Unternehmens ist, dann gehört das selbstverständlich thematisiert. Aber ich glaube, es ist nicht immer Vorsatz und es ist nicht immer Kalkül. Eine Agentur hat im Monat etwa 2, vielleicht 4, vielleicht 6, vielleicht 8 Pitches. Natürlich ganz abhängig von der Größe der Agentur. So ein Brandmanager, ein Pressesprecher, ein Marketingleiter, wie viele Pitches mag der im Jahr haben? Einen, 2, vielleicht auch nur einen in 2 oder 3 Jahren. Kommt ganz drauf an, was für Leistungen alles so zu vergeben sind. Event, Direktmarketing, Promotion, Online und. Worauf ich hinaus will, ist, die Fallzahl kann auf Unternehmensseite relativ gering sein, sodass die Möglichkeit fehlt, auch wirklich Wissen zu kumulieren und auszubauen, und zwar wirklich massiv. Worauf kann das hinauslaufen? Das kann darauf hinauslaufen, dass man sich Rat holt. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Tagen jemanden in einem Unternehmen beraten bezüglich eines bevorstehenden Pitches. Fand ich prima und bin auf große Offenheit gestoßen. Im Übrigen ist nicht gesagt, dass wir dort mit von der Partie sind. Und dann hat sich bei mir kürzlich der Einkäufer Marketingleistungen eines großen deutschen Unternehmens gemeldet und will sich mit mir treffen. Will mal hören, was das Unternehmen denn besser machen kann in Sachen Ausschreibung und auch Umgang mit Dienstleistern. Das finde ich prima. Was ich sagen will ist, A, es muss nicht immer Vorsatz sein. Was ich außerdem sagen will, B, ist, wenn es an Wissen und Erfahrung fehlt, dann ist die Bitte um Rat kein Gesichtsverlust. Und was ich noch sagen will, C, ist, es gibt gute Alternativen, ja bessere Alternativen zum Pitch, zum Beispiel die agile, die gemeinsame Entwicklung von Konzepten.